Heute sind wir in Merfelden-Walldorf an zwei Bienenvölkern, die dem Herrn Schulmeier gehören, dem Verbandsvorsitzenden des Imkervereins hier im Kreis Groß-Gerau, und möchte heute noch mal deutlich machen, wie wichtig es ist, dass Bienen gehalten werden und dass der Kreis Groß-Gerau mit seiner Biodiversitätsstrategie eigentlich gut aufgestellt ist und Bienen meines Erachtens dazugehören. Es sind hier Honigbienen. Wir wollen damit nicht die Wildbiene vertreiben, sondern die ist genauso notwendig. Aber Honigbienen sind auch absolut wichtig. Und wenn ein Imker im Kreis Groß-Gerau Bienen halten will, kann ich nur raten, soll er sich einem Verband anschließen, nämlich da wird genau geklärt, wie man Bienen halten muss, wie man mit Bienen umgeht und wie man auch mit der Bienenkrankheit, mit der Varroa, zurechtkommt, um den Tieren nicht zu schaden, sondern sie als gutes Volk auf den Weg zu bringen. Prima finde ich, dass der Kreis das mal aufgegriffen hat, die Probleme, die uns betragen. Ich bin der Martin Schulmeier vom Imkerverein Merfelden-Walldorf, an dessen Völker wir heute hier stehen. Und wir haben so im Laufe des Jahres immer wieder gemerkt, dass viele Imker sich mit geringem Sachverstand mit Bienen beschäftigen, wollten eigentlich auch die Gelegenheit hier mal nutzen, sich mit den Imkervereinen in Verbindung setzen. Wir nehmen gerne Neuanfänger an, aber wir haben halt in dieses Jahr, gerade in den letzten 2-3 Jahren, die Erfahrung gemacht, dass sich Leute Bienen anschafft, die wenig Sachkenntnis haben und auch, sagen wir, die gesetzlichen Vorgaben beachten würden. Und wir wollen wirklich ermuntern, dass wir die Leute mit uns Kontakt aufzunehmen, um so an die Sache heranzuführen, weil ohne Imkerpaten, so den klassischen, geht's halt nicht. Lesen alleine reicht nicht. Mein Name ist Jörg Schätzlein, ich bin der erste Vorsitzende des Imkervereins Groß-Gerau, arbeite eng zusammen mit den Kollegen hier aus Merfelden-Walldorf, mit dem Martin Schulmeier. Es ist wirklich sehr wichtig, dass sich interessierte Imker unseren Verein anschließen zur Ausbildung, zur Schulung. Wir versuchen das mit Imkerpaten, Bienenpaten zu organisieren. Wir im Verein haben seit Jahresbeginn 15 neue Mitglieder, das ist exorbitant, das war noch nie der Fall. Also man sieht auch hier der Boom. Es ist wirklich sehr wichtig, dass sich die Jungimker uns anschließen zur Ausbildung, zur Schulung, zum Schutz vor Bienen, Seuchen, vor Krankheiten. Und wie Walter Astheimer auch schon gesagt hat an der Stelle, dass wir hier der Bienengesundheit Rechnung tragen und entsprechend hier richtig agieren. Mein Name ist Katrin Stein, ich bin Amtstierärztin hier im Kreis Groß-Gerau. Mir ist wichtig zu sagen, wir stehen Ihnen als Ansprechpartner zur Verfügung. Das heißt, meine Kolleginnen, meine Kollegen und ich vom Veterinäramt, aber auch unsere 6 Bienensachverständigen. Und wenn Sie Fragen haben, scheuen Sie sich nicht. Rufen Sie einfach an, fragen Sie, dass wir hier vermeiden können, dass Fehler auftreten, die vermeidbar sind. Das kostet Sie kein Geld und wir versuchen Ihnen immer zu helfen, wo es nur geht. Die Bienensachverständigen stehen Ihnen wirklich mit allen Fragen, auch um die Haltung und mit anderen Wissensfragen zur Verfügung. Und wir Ihnen, was rechtliche Vorgaben angehen, damit auch da alles in Ordnung ist.